herzlich willkommen. Tauchen Sie ein in die geheimnisvolle Welt Venedigs, die Metropole der Liebe. Drei Fragezeichen Orakel am 1. April 2019. Erste Frage ist, was denkt er? Zweite Frage ist, wie fühlt er sich? Dritte Frage ist, was vermittelt er? Die erste Frage war, was denkt er? Und die Antwort gibt hier dieses Bild. Er hat Einflüsse von außen. Er steht in einer großen Herausforderung und er kann nicht davonlaufen. Er muss sich gerade behaupten. Diese Herausforderung kann im Privatbereich sein, in seiner familiären Situation oder beruflich muss er sich behaupten oder beides. Wie fühlt er sich? Diese jetzige Situation, wo er sich befindet, kränkt ihn. Das heißt, ihm geht es nicht gut. Kann auch bedeuten, dass er zurzeit krank ist. Was vermittelt er? Was er vermittelt? Ich setze schon etwas in Bewegung. Ich werde schon aktiv sein. Aber wir müssen vorsichtig sein. Ich fühle mich auch beobachtet. Und diese Vorsicht ist gerade angebracht. Die vierte Karte hier erzählt eine Geschichte. Es spielt sich in alten Japan ab. Diese weise Frau war auf eine Pilgerreise und kam in ein Dorf an. Es war schon gegen Abend und sie suchte Unterkunft. Und jede hat die Türe zugeknallt von ihrer Nase. Und sie blieb draußen, es war kalt und sie hat Hunger gehabt und legte sich vor einen Kirschenbaum hin. Dann war etwa Mitternacht und sie wachte auf und sie betrachtete die Kirschenblüte und Vollmond und sie hat das bewundert. Es war so bezaubernd schön, dass sie eine Dankbarkeit ausgesprochen hat für diese Schönheit der Natur. Und das bedeutet für uns heute, dankbar zu sein für etwas. Und jetzt möchte ich euch etwas Besonderes zeigen und das sind die Gefühlsklärerkarten, weil das ist auch wichtig, an unseren Gefühlen achten. Was können wir verbessern? Die heutigen Gefühlsklärer heißt, ich bin der tut mir leid Esel. Ich will mich entschuldigen. Es tut mir so leid. Bitte verzeih mir. Dazu möchte ich eins sagen. Jeder Mensch macht Fehler. Wir müssen nicht perfekt sein und von Fehlern lernen wir. Wenn wir jemanden verletzt haben und das angebracht ist, dann sollen wir uns entschuldigen. Aber wir müssen nicht für alles entschuldigen, weil wir sind nicht der tut mir leid Esel. Das sind wir nicht. Und das waren diese drei Fragezeichen-Orakel, eine allgemeine Legung. Selbstverständlich besteht die Möglichkeit, diese Legung auch buchen, dann ist es maßgeschnitten und passt genau auf eure Situation. Mein Honorar beträgt 10 Euro. Ich bedanke mich für das Zuschauen. Mein Name ist Dendera Susanna Medici.
Herzlich willkommen bei diesem kurzen Info-Video über Karma und Karma auflösen. Über dieses Thema habe ich ein Klärungsvideo gemacht und dieses Klärungsvideo werde ich nicht veröffentlichen. Wenn ihr Interesse daran habt, ernsthafte Interesse, darüber mehr zu erfahren, was bedeutet Karma, wie kann man die Karma auflösen, bekommt ihr diese Klärungsvideo gratis. Schreibt mir bitte ein E-Mail, dann bekommt ihr den Link dazu und fühlt euch zu nichts verpflichtet. Ich bedanke mich voraus für die Interesse und ich bedanke mich für das Zuschauen. Mein Name ist Dendera Susanna Medici.